Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World, wollte ich schon sagen, zu Minecraft Jurassic World. Ja, wir sind in den dritten Part angelangt und in diesem Part will ich mit euch über das Thema eure Lieblingsspiele reden und welche Spiele ihr so spielt. Ja, vorab, warum ruckelt das schon wieder? Ich hätte die Welt vorher einmal richtig lahmen lassen sollen. Oh. Moment. Na, wann fängt es sich wieder? So. Boah, ist das unnormal. Warum ruckelt das jetzt so? Ja, jetzt geht's wieder. Hat sich eingeruckelt. Gut. Wir werden jetzt über Spiele reden. Aber vorab wollte ich noch irgendwas anderes eben ansprechen. Was machen wir in der Aufnahme jetzt? Wir werden anfangen, unsere Farm richtig zu errichten. Da fange ich jetzt schon mal mit an. Und nebenbei werde ich über das Thema Spiele jetzt mit euch reden. Und zwar, welche Spiele spielt ihr am liebsten? Oder was sind eure Lieblingsspiele? Oder allgemein, spielt ihr Minecraft auch noch so gerne? Jetzt ist ja, oder eine Weile ist ja schon das neue Update dafür draußen. Und also seitdem das mit der zweiten Hand eingeführt wurde, spiele ich die neuen Updates schon gar nicht mehr. Ich spiele eigentlich nur noch auf der 1.7.10, auf der Version, auf der ich jetzt auch hier den Mod habe oder die Mods habe. Und das reicht mir dann soweit auch. Wir haben keine Shoppe. Weil das mit der zweiten Hand, das kriege ich gar nicht hin. Also dieser Angriffsschaden, der da dann kommt und... Ach... nee, du, lass mal, da ist die Welt zu hoch für mich. Also, ja, zu, was heißt zu hoch, sondern ist gar nicht so mit der Angriffsgeschwindigkeit und, ja, allgemein mit den Schildtragen, mit dem Gleiten und so, das ist rein gar nichts für mich. Ich weiß auch nicht warum, ich habe es mir nicht einmal angeguckt oder so. Ich mag das einfach nicht so. Wieso und weshalb auch immer. Ich habe es einmal mir im Video angeguckt und dann... Nee, lass mal. Da lasse ich die Finger von, sonst wäre wieder komplett ungewöhnt und... Obwohl ich ein bin, der Veränderung mag, aber... Naja, das muss nicht sein. Hier ist ja auch eine Höhle. Da gehen wir jetzt auf. Das sieht jetzt eben keiner. So. Gehen wir wieder raus. Ja, also. Ich weiß nicht, das neue Update ist für mich rein gar nichts. Oder allgemein die Updates, die schon kamen, sind rein gar nichts. Und irgendwie vermisse ich meine Eisenschaufeln, die sind so schön schnell. Aber kann man halt nicht ändern. Das ist nun mal Minecraft. Minecraft verändert sich mit der Zeit. Ich spiele Minecraft schon seitdem es in der Alpha war. Vielleicht mache ich auch einfach mal so aus Spaß und der Freude einfach mal so ein 50-Part-Projekt, wo wir in der Alpha spielen. Einfach so, weil ich dazu dann Lust habe. Das überlege ich mir aber noch. Oder ob ihr es sehen wollt, ist auch dann die Frage. Also, da richte ich mich dann mit nach euch, ob ihr das sehen wollt. Jetzt brauchen wir erstmal noch Holz. Nur das normale. Nehmen wir das normale Holz oder Birkenholz? Was sollen wir nehmen? Normales oder Birken? Ich finde das Birkenholz eigentlich schöner mit diesem Modpack. Oder mit den Texturen, hat er gesagt. Ja, und
Was ich noch so gerne nebenbei spiele, ist Drakensang Online. Aber da habe ich mich jetzt in der letzten Zeit so überspielt, dass ich gerade nicht so wirklich Lust habe, obwohl zurzeit das Vollmond-Event läuft und ich eigentlich mit meiner Gilde da am Farmen wäre. Aber ich will lieber jetzt hier aufnehmen und hab dazu gerade mehr Lust. Dann spiele ich nebenbei noch so ein bisschen, aber nur ganz selten Sims 2 und 3. Oder halt Left 4 Dead, Mountain Blade Warband. Oh, da gibt es so einige Spiele, die ich gerne spiele. Und was spielt ihr denn so sehr gerne? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Weil jeder hat ja andere Geschmacksrichtungen und nicht alle spielen immer das Gleiche. Oder ob ihr überhaupt kein Fan seid von Sims 2, Sims 3 oder sonst irgendwelchen Spielen so und einfach nur guckt, aber nicht selber spielt. Aber ich glaube nicht, dass man nicht selber spielt. Irgendwas spielt man, glaube ich, immer. Da ist ja die Welt groß, da hat man ja hier die Wii, wo man mitspielen kann, die Wii U, den Nintendo 3DS, PlayStation 4, PlayStation 3. Oh, da gibt's. Okay, Standbild. Warum habe ich Standbild? Warum habe ich Standbild? Warum hat sich Standbild? Kann mir das mal einer sagen? Jetzt geht's erstmal wieder ab. Naja. Ich frage mich gerade echt, warum das immer wieder so ruckelt zwischendurch. Okay, ich habe viele Tabs offen so gerade, aber daran kann das ja nicht liegen. Oder mal gucken, vielleicht muss ich bei der nächsten Aufnahme mal ein bisschen was schließen, dass es dann besser läuft. Aber eigentlich kann das daran nicht liegen. So, nebenbei habe ich den Gummibaum oben eben ein bisschen abgeholzt. Da haben wir jetzt auch wieder einen Sapling. Die setzen wir auch demnächst, sobald unsere Farm steht. Also man hat halt sehr viele Möglichkeiten zurzeit irgendwas zu spielen. Also irgendwas findet man immer hier. Das neue Zelda ist rausgekommen. Oder Pokémon Sonne und Mond. Was aber auch schon sehr viel länger draußen ist. Lego Star Wars halt, oder allgemein Lego Worlds kam ja jetzt die Vollversion raus, wo ich auch am Überlegen bin, ob ich das holen soll und eine Runde mal spielen soll und das aufnehmen soll. Das weiß ich aber noch nicht. Und ja, also irgendwas spielt man ja immer, denke ich mal. Oder seid ihr solche, die echt nicht spielen und einfach nur gucken? Oder ab und zu mal gucken und sonst Bücher lesen oder draußen unterwegs sind. Solche Leute gibt's auch noch. Damals war es sehr viele, die viel draußen waren, kaum gespielt haben. Damals hatte ich zum Beispiel den alten Super Nintendo. Ob welche noch den kennen, keine Ahnung. Aber den hatte ich und da habe ich ganz, ganz selten mal gespielt, nur wenn richtig schlechtes Wetter war, halt richtig, richtig schlecht. Wenn es geregnet hat oder so, war ich eigentlich auch immer entweder draußen oder mit einem Kollegen oder so halt bei mir drin und wir haben dann gespielt eine Runde. Aber sonst war der auch nur aus, oder meine Eltern haben oder mein Bruder damals haben damit gespielt. Aber sonst auch nicht wirklich. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, das wäre mir jetzt was Neues so gesagt. Und wir brauchen echt Nahrung. Wir nagen hier mal ans halbe Überleben. Vier Birkensetzlinge haben wir, das ist gut. Jetzt ist die Frage, reicht das an Holz? Wie machen wir das jetzt? Hier soll eine Farm hin. So.
Auch wenn das Gras schön ist in Minecraft, aber mich nervt es nur beim Bauen. Daher mache ich immer so eine große Umgebung schon im Voraus weg, damit es mich nicht mehr nervt. Weil, nee, ich mag das nicht. Und ja, damals habe ich auf dem Super Nintendo halt sehr gerne entweder Mario Worlds gespielt oder Zelda Link to the Past. Das würde ich auch noch gerne für euch spielen. Ich habe es damals nicht geschafft, durchzuspielen. Warum auch immer. Ich bin irgendwie immer bei den, oder bei der Schattenwelt, bei den Gegnern da beim Vorletzten hingeblieben. Daher habe ich es nicht geschafft, durchzuspielen. Aber ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aber sonst habe ich eigentlich immer sehr gerne das Zelda-Spiel gespielt. Das würde ich für euch auch nochmal ausgraben und eine Runde spielen. Ich denke mal, das wird auch ein spannendes Spiel mit sein. So. Denke ich jetzt einfach mal so, oder ob ihr überhaupt dazu Lust habt, ist auch die Frage. Da richte ich mich ja nach euch mit. Und ja, Lego gab es damals dafür noch nicht, aber es gab dafür damals Mario Worlds, Secret of Mana, was denn noch so? Es gab eigentlich sehr viel dafür. Aber vieles habe ich auch nicht gespielt. So, jetzt werden wir erstmal Sandtown gehen. Jetzt werden wir da drüben in der Wüste machen. Also es gibt an sich da richtig viel für, aber viele Spiele habe ich da nicht gespielt. Ja, wenn, dann würde ich für euch mal Zelda Link to the Past spielen oder Mario World, Secret of Mana. Das ist so ein Spiel, was sich richtig, richtig, richtig lange hinzieht. Und wo ich keine Ahnung habe. Oder kaum Ahnung habe von dem Spiel. Das ist so ein Spiel, was ich meistens damals bei meiner Mutter zugeguckt habe, weil ich da noch zu jung war, das selber zu spielen. Oder eher gesagt, das nicht wirklich verstanden habe. Ja, und an sich, das Spiel ist okay, aber der Anfang ist so viel Gerede und so, das ist nicht so wirklich meins. Aber spielen würde ich das trotzdem auf kurz oder lang. Ja. Wir sollten ein bisschen Sand haben. Ja, das reicht auf jeden Fall. Dann werden wir den Sand jetzt schmelzen. Und dann werden wir schon mal anfangen, das Farmhaus zu bauen. Jetzt habe ich keinen Eimer für Wasser, ne? Haben wir dafür genug Eisen eigentlich? Das wäre jetzt total Katastrophe, wenn wir nicht genug Eisen dafür hätten. Eisen? Ja, Eisen haben wir dafür auf jeden Fall noch genug. Kohle packen wir auch mal genug schon mal rein. Und 64 Glas. Ja, ich mache erstmal nur einen Eimer, weil Eisen ist ja Mangelware. Zurzeit auch. Dann werden wir uns hier oben erstmal einen unendlichen Wasserbrunnen machen und dann das einfüllen. Ja, Zelda Link to the Past wäre so das Spiel, was ich sehr, sehr gerne noch spielen würde. Also das ist eins der großen Favoriten mit, aber vorher kommt noch so ein anderes Projekt, bevor ich das Spiel dann anfangen würde. Und das würde ich dann erstmal spielen, bevor ich Zelda Link to the Past spiele. Okay.
Aber Zelda Link to the Past würde ich dann für euch auch noch einmal spielen. Und ja, danach wird dann entschieden, was dann noch gespielt wird. Also das Projekt wird auf jeden Fall eine ganze Weile gehen. Ich denke mal, dass dann sogar das eine Projekt zu Ende ist und selbst Zelda Link to the Past. Vielleicht werde ich auch nochmal Zelda Ocarina of Time spielen. Für den Nintendo 64, das war auch ein schönes Spiel. Oder Super Mario 64. Das war auch ein sehr schönes Spiel. Genauso wie Mario Kart da drauf damals. Oder Diddy Kong Racing hieß das, glaube ich, sogar. Oder was gab es denn noch für den Super Nintendo? Keine Ahnung, was es da noch so alles gab. 1, 2. Das sind nur drei Felder. Und einmal abreißen und einen länger machen. Wie ich das ja liebe. Naja, kann man nicht machen, da habe ich mich ein bisschen verzählt. Das dürfte aber jetzt noch anpassen und in der nächsten Folge vollenden wir dann die Farm höchstwahrscheinlich. Ich hoffe es jedenfalls, dass wir die dann komplett vollenden. Und dann auch langsam mal unser erstes Essen bekommen. So. Ja, Zelda Ocarina of Time oder Zelda Majora's Mask. Was gab's denn noch so? Es gab vieles halt. Auch für Nintendo 64, aber da habe ich nicht so viel gespielt. Ich habe mehr Super Nintendo oder halt PlayStation gespielt. PlayStation mit Spyro 1 und 2, Pac-Man Worlds, Clash Bandicoot, was gab's da denn noch so alles? Final Fantasy. Boah, was denn noch so? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das, was ich da größtenteils gespielt habe, war eigentlich nur Spyro 1 und Spyro 2. Und dann auf der PlayStation 2 die neueren Spyro-Teile, aber so gut. Ja, spielen kann man sie, aber wirklich gut sind sie nicht. Sagen wir's so. So, und wir gehen mal wieder schlafen. Und da sieht man ja auch schon, dass der zweite Tag vorbei ist. Mal wieder. Ich habe das Gefühl, dass hier mehr Nacht ist als Tag, komischerweise. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr als nächstes mit sehen wollt nach das eine Projekt, was ich noch nicht sagen werde, das wird entweder parallel mit Minecraft Jurassic World hier starten oder ein bisschen später. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Ich denke mal, ein bisschen später wird das starten. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr danach sehen wollt, gerne. Das würde mich sehr blendend interessieren. Besonders das Wort blendend. Wer kam da drauf? Oder wie kommt man auf so ein Wort? Ich habe das mal irgendwann gehört, aber ich frage mich, wie man da drauf kommt. Ein bisschen Gras nehmen wir schon mal mit. Weil das Wort. Keine Ahnung. Irgendwie. Ich hoffe, es ist symmetrisch, sonst haben wir ein Problem. Passt perfekt. Und hier. Ja, passt doch. Weil. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. Ich habe echt den Faden verloren.
wie kann es passieren, dass ich jetzt den Faden verliere? Ja, also, welches Projekt wollt ihr denn nach dem kommenden Projekt sehen? Weil das Projekt wird so schnell nicht aufgehört, da sind wir jetzt erst komplett am Anfang. Also, ich würde euch dann, wenn das andere Projekt endet, ein Infovideo hochladen, wo ich ein paar Spiele vorstelle, oder, ja, ein paar Spiele vorstelle, wo ihr an der Abstimmung teilnehmen könnt, oder teilnehmen könnt dann, wo ihr dann entscheiden könnt, welches das nächste Spiel wird. Ja, und das würde ich dann für euch spielen. Nebenbei läuft natürlich das Projekt hier weiter. Ob das irgendwann komplettes Hauptprojekt wird, das weiß ich noch nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, und wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Gut. Dann würde ich mir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.